Achtsamkeit Glück. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich heute zu einem weiteren Video hier in der Serie Achtsamkeit, sich in der Achtsamkeit zu üben. Und heute geht es um das Thema Glück, wie du glücklicher in den Tag startest und wie du überhaupt ja, den Tag über mehr Glück empfinden kannst. Und das fängt einfach morgens schon an. Ich möchte dich dazu einladen, ab morgen früh den Tag, wenn du wach wirst, wenn dein Wecker klingelt oder wie auch immer du dich wecken lässt oder geweckt wirst, einfach schon mal die Aufmerksamkeit auf deine Gedanken zu richten und bewusst schon mal zu beginnen, nur denen Gedanken Beachtung zu schenken, die dich wirklich weiterbringen und den neuen Tag in der Richtung schon mal zu begrüßen als Geschenk. Als Geschenk dahingehend, dass dieser neue Tag wie ein leeres, unbeschriebenes Blatt vor dir liegt, ein Blatt aus deinem ganz persönlichen Lebensbuch und dass es an dir liegt, diesen Tag heute zu beschriften. Du kannst dir vorstellen, dass du selbst die Autorin deines Lebensbuches bist, dass du dein Lebensbuch zu einem Bestseller machen kannst für dich selbst. Und dass du so jeden Tag ein neues Blatt, einen neuen Tag eben geschenkt bekommst und es an dir liegt, das Beste aus dem heutigen Tag zu machen und so einen Bestseller aus deinem Leben quasi zu machen, dein Leben zu deinem Bestseller zu machen. Und das erfüllt natürlich mental, das bringt Glücksgefühle, das macht glücklich. Wie lange wir, jeder von uns, jeden Morgen nochmal einen neuen Tag geschenkt bekommen. Das wissen wir nicht. Das kann morgen schon zu Ende sein. Wenn die Leben so abgelaufen ist, ist er abgelaufen. Und auch wenn es jetzt abgedroschen klingt, stell dir einfach ab morgen vor, wenn du morgens aufwachst, ein neuer Tag liegt vor dir. Es ist nicht selbstverständlich, dass er nochmal da ist. Also erfülle ihn mit Dankbarkeit und sei glücklich darüber, dass du nochmal einen neuen Tag erleben darfst. Und erfülle ihn mental dahingehend, dass du ihn zum besten Tag deines Lebens machst. Und so werden nicht jeder Tag mit mehr Glück, mit mehr Glücksgefühle einfach gefüllt, sondern unser ganzes Leben besteht doch aus unendlich vielen Tagen. So wird jeder Tag mental erfüllter und glücklicher, jede Woche, jeder Monat. Jedes Vierteljahr, jedes Halbjahr, jedes Jahr und letzten Endes dein ganzes Leben. Also, ab morgen beginn dein Lebensbuch neu zu schreiben, mach es zu einem Bestseller, sei dir bewusst, dass du die Autorin bist. Und ja, genieße deine Tage so erfüllter, glücklicher und freudvoller. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Video morgen zum Thema Achtsamkeit. Alles Liebe, deine Irmgard. Ciao, ciao.